Hallo, ihr Lieben. Ich habe gerade so einen Shake getrunken mit Chlorella. Wer kennt das? Das ist so eine grüne Alge. Super gesund. Super nicht so lecker. Jetzt sehe ich, dass ich da hier irgendwo noch so grün bin. Hi, hi. Ja, ich habe euch etwas mitgebracht. Ich bin gespannt, wie sich das entfalten wird. Eine Erkenntnis, die mir heute Vormittag so zugetragen worden ist. Hoffentlich ist jetzt nicht so viel Wind. Und zwar, ihr merkt ja alle, die Veränderungen sind in vollem Gange. Nichts ist mehr so, wie es früher war. Nichts ist vorhersehbar im Moment für uns. So wie wir es gelernt haben, die Dinge einzuordnen, einzuschätzen. Auf Deutsch, wir sind komplett im Umbruch. Wir sind in einer Phase, die alles Alte loslöst, die uns loslöst und die uns auch befreit. Und heute ist mir klar geworden, wovon wir uns befreien dürfen. Ich war Fahrradfahren. Und da, wer sich hier so ein bisschen auskennt im Engadin, hallo Carmen, in der Nähe von St. Moritz, der weiß, dass es hier Gegenden gibt, da gibt es richtig dicke, schöne Häuser. Und das ist natürlich eine der schönsten Gegenden hier, und wenn man da mit dem Fahrrad durchfährt, das ist so am Berg, und dann sieht man diese riesengroßen Villen. Viele davon einfach zu unbewohnt. Und da sind mir so viele Erkenntnisse gekommen. Und zwar eine wichtige Erkenntnis ist, wenn du dir überlegst, wie war das früher? Wie hast du dich früher gefühlt? Hast du nicht auch irgendwo immer versucht, dazu zu gehören? Warst du nicht immer auch irgendwo auf der Suche? So nicht versucht zu verstehen, wieso es so Gruppen gibt, es gibt Familien, es gibt Verbindungen, und da passen die Leute so richtig gut zusammen. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt hier bei mir in der Gruppe bist und wenn du mir jetzt zuhörst, bist du wahrscheinlich auch jemand, der nicht unbedingt so dazu gepasst hat, der irgendwo immer gedacht hat, boah, was muss ich denn noch anders machen? Wie kann ich mich denn passend machen? Wieso gehöre ich da nicht dazu? Wo gehöre ich denn dazu? Was will das Leben? Was will die Gemeinschaft von mir? Wer kennt diese Fragen und vor allem auch das damit verbundene Gefühl? Ja, dieses Gefühl, wenn wir dieses Gefühl haben, wenn wir diese Fragen haben, wenn wir uns umschauen und irgendwo die Welt versuchen zu verstehen und was wir schon als Kind, sag ich mal, mit 6, 7 Jahren machen und versuchen, die Welt zu verstehen und zu sehen, wie es läuft, wie sind die Regeln dieser Welt, wie muss ich sein, damit ich die Schulnote gut bekomme. Wann bin ich gut? Ja, wann bestehe ich die Prüfung? Wann bestehe ich die Prüfungen des Lebens? Was sind das für Prüfungen? Wir haben alles Gefühl, wir müssen irgendwelche Prüfungen bestehen. Wir müssen immer uns weiterentwickeln und uns weiter verbessern, damit wir endlich zu den Guten dazugehören. Ja, wir wollen ja, in der Schule ist ja auch schon so, die Guten und die Schlechten in der Schule, die guten Noten haben und die schlechten Noten haben. Und irgendwie sind wir darauf konditioniert, dass wir immer den Ansporn haben, dass wir bei den Guten dabei sind, dass wir dabei sind, die guten Noten kriegen. Und es hört nie auf. Ja, Du machst zwar die Schule irgendwie fertig, du machst deine Ausbildung irgendwie fertig, aber dieser Mechanismus, der ist eingebrannt. Und diese Frage,
was kann ich noch tun, was muss ich tun, was soll ich tun, damit ich endlich zu den Guten dazugehöre. Weil zu den Schlechten will ich ja nicht dazugehören. Und wer sind denn die Guten? Die Guten, die sind die, die genügend Geld haben. Die Guten sind die, die keine Sorgen haben. Die Guten sind die, die jeder mag. Die Guten sind die, die erfolgreich sind. Die Guten sind die, die gesund sind. Die Guten sind einfach, was auch immer wir uns vorstellen. Da hat so jeder seine eigene Definition von dem, was er da erreichen will, damit er endlich zu den Guten gehört. Ja, und das ist etwas, das machen wir nur selber. Ja, das haben wir selber übernommen, für uns angenommen und wir laufen durchs Leben und wir suchen die Guten und wir versuchen dort dazu zu gehören. Und das ist so ein Irrsinn, das ist so ein Wahnsinn, dieser ganze Druck, der uns immer wieder suggeriert, da gibt's gut und da gibt's schlecht und ich will auf jeden Fall zu den Guten dazugehören. Und jetzt kommt's raus, dass die Guten gar nicht die Guten waren. Dass die Guten nicht die Guten sind. Dass die, wo du dachtest, dass die Guten sind, merkst du jetzt plötzlich. Die Guten sind die, die ein Herz haben. Genau, die Guten, das finde ich auch. Nur für das Herz haben kriegst du keine guten Schulnoten, oder? Da kriegst du keine Beförderung, da gibst du keine Lohnerhöhung, wenn du so gut bist, weil du meinst, weil du weißt, du bist die Guten vom Herzen. Ganz genau. Und jetzt fängt es sich an zu verändern. Und wir merken das, dass die, die offiziell, sagen wir mal, die Guten waren. Ja, genau, aber das, Jessica, es ändert sich gerade. Ja, wir fühlen das so, wenn wir da reinfühlen, wir fühlen so sehr, dass das alles, was wir gedacht haben, wer die Guten sind und wie man sein muss und was man machen muss, damit man zu den Guten dazugehört, dass es gar nicht richtig wahr war, dass uns das einfach suggeriert worden ist, dass uns das einfach eingeredet worden ist, wie, wer die Guten sind, wie die Guten sind und dass man ja ganz klar sieht, dass die Guten die sind, die scheinbar frei sind. Und diese Freiheit, die war nie da. Diese Freiheit war nämlich genau da, wenn du wusstest, dass du gut bist, ohne dass du zu den Guten gehörst. Ja? Und jetzt zu erkennen, dass eben genau das, das Herz und das da, wo die Liebe ist und das da, wo die Fülle ist im Herzen, dass da das Gute ist. Ja? Und nicht dort, wo das Geld ist, nicht dort, wo die scheinbare Macht ist, nicht dort, wo all das, was im Außen von uns mit guten Schulnoten oder von der Gesellschaft mit guten Schulnoten bedacht worden ist, dass wir jetzt erkennen dürfen, dass das nicht gut ist. Da ist nichts Gutes dran. Da geht es nicht um die Wahrheit, da geht es nicht um Menschlichkeit und Menschlichkeit ist Liebe und Liebe ist das Leben und das ist das Gute und das haben wir alle in uns, aber wir haben in unserer Gesellschaft niemals die Bestätigung bekommen, dass wenn du das hast, wenn du danach lebst, wenn du das kultivierst, dass du dann zu den Guten dazu gehörst, dass du dann auch zu den Reichen dazugehörst, dass du dann wirklich reich bist, weil dir suggeriert worden ist, dass wenn du das machst und wenn du so lebst, dass du eben dann nicht dazugehörst zu denen, die Geld haben, zu denen, die reich sind, die Macht haben und Einfluss haben. Und so ist es gekommen, dass wir alle nicht gelernt haben, dass wir so machtvoll sind und dass wir so reich sind und dass wir auch, sag ich mal, unser Zahlungsmittel haben dürfen, dass es uns zusteht
Und dass es hier um einen Energieaustausch geht, um den es schon lange nicht mehr, sag ich mal, in der, wie soll ich es denn nennen, in der äußeren Welt, ja, in der Welt des Geldes, geht es ja nicht um einen Energieausgleich. Da herrscht schon lange kein Energieausgleich mehr, kein Wertausgleich mehr. Da herrscht ja nur höchste Überschuldung. Da, wo dir gesagt wird, dass Geld für Zeit ist und Zeit ist Geld, in dieser Welt herrscht nur Überschuldung, da herrscht kein Energieausgleich, da herrscht nicht, da herrscht keine Wertschätzung des Ausgleiches, ja. Das kann es gar nicht, weil da gar keine Balance mehr da ist, wo nur Überschuldung herrscht. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir das klar durchschauen dürfen, wo wir durchschauen dürfen, was für ein Nepp wir da aufgelaufen sind und wie wir uns in unserem eigenen Wert, in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Macht sowas von zurückgezogen haben und einfach die falschen Dinge geglaubt haben. Und jetzt geht es darum, die richtigen Dinge zu glauben. Und jetzt geht es darum, zu glauben, wie tatsächlich kreiert wird. Jetzt geht es darum, zu wissen, nicht zu glauben, sondern zu wissen, wo der wahre Reichtum ist und auch der Reichtum, der sich dann im Leben zeigt. Ja? Nicht nur da der ideelle Reichtum oder was weiß ich nicht was, sondern der Reichtum auch, dass du Austauschmittel hast, dass du Mittel hast, wo du deine Energie gegen ein wunderschönes Haus austauschen kannst, wo du deine Energie gegen ein tolles Angebot austauschen kannst, wo du Mehrwert für die Welt bietest, wo du Service bist, wo du Service im Service der Liebe stehst, im Service der Anerkennung, im Service des Göttlichen. Und das mehr und mehr zu erkennen, fällt so leicht, wenn wir jetzt erkennen, dass all das, was wir jemals geglaubt haben, ja gar nicht stimmt. Dass das einfach eine riesengroße Lüge war. Und es fällt doch so leicht, jetzt einfach auch anzuerkennen und zu sagen, verdammt nochmal, ich war immer schon so gut. Ich war ja immer schon so perfekt. Ich habe mir ja nur einreden lassen und ich habe mir selber eingeredet, dass ich einer Notenskala und einer Anspruchsskala genügen muss, die in einer Welt angesetzt wird, in die mir gar nicht gefällt. In einer Welt, in der ich gar nicht leben will und gar nicht muss. Ich muss da gar nicht leben. Ich muss da gar nicht mitmachen. Es gibt keinen Grund, da zu meinen, in dieser Welt generiere ich das Geld, das ich zum Leben brauche. Es gibt keinen Grund zu meinen, anhand dieser Bewertungs- und Notenskala, die da draußen angesetzt wird, wird mein Wert, mein Wert auch, wie viel ich haben darf an Geld, wie viel ich empfangen darf an Geld, bemessen. Das ist alles Bullshit. Das stimmt alles überhaupt nicht. Und wenn du das erkennst und mal diesen Durchblick hast und siehst, dass du immer schon so gut und so richtig warst, insbesondere weil du nicht in dieses System, in dieses Bewertungs- und Notensystem, die immerwährende Schule, man kann es auch die immerwährende Versklavung nennen, dass du da keinen Platz für dich gefunden hast, weil da gehört keiner hin. Und die Leute, die das jetzt erkennen, dass sie da niemals hingehört haben, die können jetzt in absoluten Frieden mit sich selber gehen und sagen, das, was ich wusste, war schon immer richtig. Das, was ich gedacht habe, war schon immer wahr, obwohl es kein anderer so gesehen hat in der großen, weiten Welt. Und jetzt darf ich so tief in mein Selbstvertrauen gehen, weil ich weiß, ich kann mir selbst vertrauen. Das, was ich weiß, was ich denke, was ich sehe über das Leben, über mich, über die Liebe, über das Herz. Das Herz ist ja das Symbol der Liebe. Einfach zu wissen, ich war ja schon immer gut und richtig. Es war ja alles so richtig, wie ich es gesehen habe. Es war alles so richtig, wie ich es gemacht habe, auch wenn ich im Außen nicht diesen Erfolg bekommen habe. Und weil ich diesen Erfolg nicht im Außen bekommen habe, weil ich mich in einer falschen Welt gespiegelt habe. Ich habe mich in einer falschen Notenskala gespiegelt. Und wenn du es jetzt kapierst, dass du in einer Welt bist, wo es nur die Notenskala perfekt gibt,
wo es nur die Notenskala Liebe gibt, die Notenskala absolute Wahrheit, absolute Freiheit, absolutes Wirken und Bewirken, dann hast du nie mehr das Problem, darüber nachzudenken, ob du gut und richtig bist und ob du Dinge besser machen solltest oder nicht. Dann geht es nur noch darum, dass du es tust. Das, was du schon immer tun wolltest und dass du es bist, das, was du immer schon sein wolltest und dass du dir gleichzeitig Geld, solange es noch Geld gibt, also ich sage jetzt einfach mal Energieaustausch, auf allen Ebenen erlaubst und Energie empfangen und Energie geben, dir einfach ganz groß, groß erlaubst, ohne Einschränkungen. Weil du weißt, wir sind in dieser anderen Welt, in dieser wahren Welt, in dieser göttlichen Welt, die nicht beschränkt ist, die absolut nicht beschränkt ist und vor allem, wo 0,0 Notenskala gibt, wo es 0,0 Notenskala gibt, wo es keine Bewertung gibt, weil alles eins ist, weil alles perfekt ist, weil alles Liebe sein darf, weil alles großartig sein darf und weil jeder von uns ja schon so großartig ist und weil jeder von uns das einfach nur noch für sich selber vertiefen darf. Und ich will euch wirklich diesen Anstoß geben. Erkennt eure eigene Großartigkeit an. Jeden Moment. Und hier geht es wirklich nicht um irgendwelche Fehler und irgendwelche Schuld, die noch weiterzuziehen oder die ausbaden zu müssen, sondern es geht wirklich darum, einfach nur loszulassen. Lügen loszulassen. Alles, was nicht stimmt, loszulassen. Alles, was nicht stimmt über dich. Alles, was nicht stimmt über die Welt. Alles, was nicht stimmt, dass wir eingeschränkt sind. Und zu erkennen, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist einfach nur schön. Die ist frei. Die ist glücklich. Die ist ohne einen Mangel. Und wenn du das dir erlaubst, in einer Welt zu leben ohne einen Mangel, dann siehst du auch keinen Mangel im Außen. Und dann kreieren wir auch gar keinen Mangel mehr. Und dann kommt alles in einen wunderbaren Fluss. Und dieser Fluss, der fühlt sich so entspannt an, der fühlt sich so leicht an. Und das ist eine andere Welt. Das ist ein anderes Leben. Und dann merkst du, wenn du dieses Wahre von dir endlich leben lässt und sein lässt und dich so liebst und dich so unterstützt, weil es das ist, was du bist, wirklich, wirklich bist, dieses göttliche, liebende Sein, dann kommt es nämlich zu dem Thema in dieser Gruppe, dann wirst du automatisch gesund, weil dein Geist ist gesund. Und wenn dein Geist gesund ist und voller Liebe, voller Gesundheit, voller Ganzheit, ohne jegliche Einschränkung, dann muss dein Körper gesund werden. Dann gibt es auch nur noch diesen gesunden Körper, der ohne Einschränkung ist, der ohne einen Fehler ist. Und dann wirst du auch dafür belohnt, du selbst zu sein, weil du merkst, du hast gar keine andere Aufgabe auf dieser Welt, als du selbst zu sein. Du hast keine andere Aufgabe auf dieser Welt, das herauszufinden, wer du wirklich bist und dann das wirklich zu leben und dir das uneingeschränkt zu erlauben und dir dann eben auch erlaubst, finanziell belohnt zu werden, was auch die Finanzen der Zukunft sein werden. Das ist ja nur ein Symbol und ein Sinnbild für einen Energieaustausch, sind ja unsere Finanzen. Und dann erlaubst du dir diese finanzielle Freiheit. Ich weiß, ich bin mir nicht mal sicher, ob es Finanzen noch so braucht in der Zukunft. Auf diese Art und Weise, wie wir sie kennen, ja. Als Mangelmittel, als Symbol einer Energie, die im Mangel ist. Das wird ganz was anderes werden. Ich weiß es nicht, wir haben wahrscheinlich noch gar keinen Ausdruck dafür. Goldstandard wird es geben, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz sonnenklar. Schulden werden weggehen. Wir werden nicht mehr in einer überschuldeten Welt leben. Wir werden keine Schulden mehr haben müssen. Das wird es nicht mehr geben. Und wenn die Schulden gehen, dann geht auch übrigens die Schuld.
Aber die Schuld kann auch schon gehen, bevor die Schulden gehen. Ja. Ah, das wäre nochmal ein ganz, ganz anderes Video, dieses Schuldvideo, das ist auch so klein und ärgerlich hält. Auf jeden Fall geht es wirklich darum, dich zu öffnen dafür, dass alles schon da ist. Es geht darum, dich zu öffnen, dass alles, was du brauchst und alles, was du dir wünschst, in deiner Vorstellung kreiert wird. Neville Goddard sagt, your imagination is God. Also es ist alles in deiner Vorstellung drin. Und alles, was in deiner Vorstellung drin ist, kann von dir gefühlt werden. Und je mehr du es fühlst, desto mehr kommst du in die Vorstellung rein. Und deine Vorstellung vergrößert sich und vergrößert sich. Und plötzlich gibt es nur noch deine Vorstellung. Und dann gibt es den Moment, wo das Innen und das Außen das eins sind und das Gleiche sind und da keine Trennung mehr da ist. Du kommst quasi, das Außen kommt deiner Vorstellung nahe. Es muss so sein, das ist Gesetz. Es ist immer so. Deswegen ist es so wichtig, dass du mit deiner Vorstellung arbeitest und dass du dein Gefühl dazu hernimmst, deine Vorstellung zu vergrößern und in deiner Vorstellung mehr und mehr zu leben und keinen Unterschied mehr siehst. Dass eigentlich diese innere Vorstellung für dich so viel wichtiger und so viel mehr wert ist, als das, was du im Außen beobachtest. Weil du ganz genau weißt, deine innere Vorstellung, das ist das wahre Leben, das ist deine Wahrheit. Und es muss so sein, dass das Außen einfach nachkommt. Aber was interessiert dich das, wenn das Außen nachkommt, wenn du mit der Vorstellung schon lange dort bist, wo du gerne sein möchtest? Ja, das ist dieser Trick und es geht wirklich nur darum, diese verschiedenen Perspektiven aufzunehmen und sie zu erkennen und zu erkennen, was ist die richtige, wahre Perspektive, die mich in mein Himmelreich führt, ja, in mein Paradies und was ist die Perspektive, die mich in mein Elend führt und es immer wieder zu erkennen, wo du geblendet bist, wo du belogen wirst und dann einfach das nur erkennst und weißt, ich bin ja nur die, die es erkennt und wenn ich es erkenne, dann ist es genauso, als wie wenn ich einen Wegweiser erkenne, der mir sagt, rechts geht's in den Himmel, links geht's in die Hölle, ja, und du erkennst diesen Wegweiser und du wählst jedes Mal den Weg wieder neu und jedes Mal, wenn du einen Wegweiser brauchst, dann ist er da, dann fragst du nach einem Wegweiser, dann fragst du links oder rechts. Du hast immer die Antworten da, die Wegweiser, die kommen, wenn du danach fragst. Und dazu brauchst du halt das Endziel. Das Endziel musst du in dein GPS eingeben, deine Wünsche und deine Träume von deinem Leben, von deinem Himmel auf Erden, wie das aussieht. Und dann hast du das GPS eingestellt und unterwegs kannst du immer wieder abfragen, wo bin ich gerade? Muss ich links oder rechts? Muss ich links oder rechts? Aber das ist eigentlich alles, was du wissen musst. Ja, jetzt haben wir einen riesengroßen Giro gemacht, also eine riesengroße Schleife, eine riesengroße Runde von den Luxushäusern hier bei mir bis hin zu unserem Luxusleben. Und was ist denn schon Luxus? Luxus ist dein Himmel auf Erden. Du entscheidest, was dein Luxus ist. Und dein Luxus ist einfach, dass du die Macht hast und die Kraft hast, zu entscheiden, dass du den Himmel auf Erden jetzt hier leben willst und nichts anderes. Und dir nichts anderes auch mehr vormachen lässt. In diesem Sinne, auf zum Himmel auf Erden, auf in die Kraft der Kreation. Es ist nicht leicht. Es gibt immer wieder Umwege, es gibt immer wieder Hürden, wo uns das Außen wieder einsaugt. Deswegen, ich wäre gern dein Coach, ich würde dich gern begleiten. Es gibt viele tolle andere Coaches, aber meine Empfehlung ist wirklich einfach nur, versuch's nicht alleine zu wuppen. Lass dir helfen, irgendwo von irgendjemandem, wo du eine gute Herzensverbindung hast und weiß, dass wenn du dir helfen lässt, dass du dann jemand anders wieder hilfst. Darum geht's doch. Dazu sind wir doch da, um füreinander da zu sein. Und ich weiß, viele verdammen das und verdammen auch dieses Coaching-Business und so weiter. Aber wenn du es richtig betrachtest, ist es eigentlich das, worum es geht. Einer findet die Wahrheit raus, gibt sie weiter. Steht übrigens schon so in der Bibel. Und ist auch schon dort verdammt worden. Aber das würde jetzt zu weit führen. Also ihr Lieben, bis dann.
Tschüss.